Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zeige ich euch mal, wie ihr mit der Oculus Quest PC-VR-Spiele zockt. Wenn ihr also Bock habt, Fallout VR, Skyrim, Doom VFR, die ganzen PC-VR-Spiele, wenn ihr Bock habt, die zu zocken auf der Oculus Quest, dann geht das mit der Software RiftCat bzw. V-Rich Technology. Und da zeige ich euch mein Tutorial, wie ihr das zum Laufen kriegt. Ich bin der Voodoo, hier gibt es Hardware-Tests, Gameplays, News und Events. Und an der Stelle möchte ich mich bei meinem offiziellen Patreon-Sponsor, dem Woodghost VR, bedanken. Und ja, viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So, was wir jetzt hier machen müssen, hier ist dieser Installationsprozess von der Software RiftCat. Und zwar müssen wir als erstes unsere Oculus Quest in den Developer Mode bringen. Dazu geht ihr einfach in die Oculus App auf eurem Smartphone. Dann wählt ihr die Oculus Quest aus, geht auf weitere Einstellungen, Entwicklermodus und macht da diesen kleinen Schieberegler auf an. Dann habt ihr schon den Entwicklermodus aktiviert. Dann müsst ihr noch hier diese beiden Sachen runterladen. Das ist einmal diese APK, diese Android-App für die Oculus Quest. Die ladet ihr hier runter. Und dann noch die sogenannten Android-ADB-Tools. Die ladet ihr hier runter. Und die müsst ihr dann anzippen. Und zwar, das zeige ich euch mal, wie das aussieht. So. Ich habe die jetzt zum Beispiel unter Temp kopiert. Die könnt ihr hinkopieren, wo ihr wollt. Und so sieht das hier aus. So sehen diese Sachen aus, die da drin sind. Und jetzt sollen wir halt diese APK-Datei, die wir auch runtergeladen haben, in das gleiche Verzeichnis reinkopieren. Das seht ihr jetzt hier. Hier ist das. Und so, das war das eine. Und jetzt müssen wir einmal die Shift-Taste, also Hochstelltaste, gedrückt halten und dann einmal Rechtsklick machen, in das Fenster hier rein und dann sagen wir PowerShell-Fenster hier öffnen. Und hier haben wir das PowerShell-Fenster jetzt offen. Ihr seht, hier oben steht, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier so. Und was ihr jetzt machen müsst, ihr schließt die Oculus Quest mit einem USB-Kabel an, USB-C-Kabel, und müsst dann auch in der Brille nochmal bestätigen, ob ihr Developer-Zugriff erlauben wollt auf diesen PC. Das ist wichtig, sonst funktioniert das nämlich jetzt nicht. Also da kommt so ein blaues Fenster in der Quest. Und dann müsst ihr das bestätigen. So, jetzt müssen wir einmal prüfen, ob das alles richtig verbunden ist. Das heißt, wir kopieren dieses Kommando hier, fügen das hier einmal ein und schauen mal, ob das connected ist. Ja, wir sehen, wir haben hier ein Device connected. Und ja, das ist genau richtig so. Und jetzt können wir nämlich unsere APK-Datei, die können wir hier einfach installieren. Das heißt, wir markieren hier dieses Kommando, fügen das hier wieder ein und sagen Go. Und jetzt sagt er hier Performing Streamed Install und Success. So, also wenn ihr das hier seht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann könnt ihr das PowerShell-Fenster wieder schließen. Und jetzt findet ihr auf der Quest in den unbekannten Quellen-Tab, da findet ihr dann jetzt diese V-Rich App oder wie auch immer. Ja, ist ja halt eine App, eine Software. So sieht's aus. Und ja, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie das dann mit der anderen Software aussieht. So, und was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst noch die RiftCat Software auf den PC runterladen. Und dann geht ihr hier auf die Seite, sagt ihr einfach herunterladen, installiert die weiter. Das ist hier die Datei. Und dann startet ihr die RiftCat Software und dann sieht das hier so aus. Und wenn ihr jetzt eure Oculus Quest und den PC im gleichen LAN habt, das ist wichtig, WLAN solltet ihr eine 5 GHz Verbindung nehmen, das ist besser. Und dann erkennt er hier schon, ist das dein Gerät Quest? Dann sagen wir natürlich ja. So, das war's schon. Wenn ihr die Software bezahlt habt, geht ihr hier auf Anmelden. Dann habt ihr unbegrenzt und wenn ihr das nur testen wollt, dann könnt ihr zumindest 5 Minuten unbegrenzt, 5 Minuten das testen, genau. Ja, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist Steam VR starten und dann hier auf Play drücken und dann könnt ihr das ganz normal benutzen. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr jetzt
wie Rich is running. Und SteamVR zeigt dann auch hier diese Symbole an. Und ihr seht, wenn ich jetzt mein Headset hin und her bewege, dann können wir auch im Raum, also ihr seht, ne, das hat auch Room Scale, ich kann hier hin und her bewegen. Und die Controller hier von der Quest, die werden auch richtig getrackt. Und ihr könnt jetzt ganz normal alle SteamVR-Spiele zocken, die ihr haben wollt. Die Controllerbelegung ist allerdings noch ein bisschen komisch. Also da könnt ihr vielleicht versuchen, mit dem Controller-Mapping ein bisschen rumzuspielen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Und was hier sieht das am Screenmirror zwar ganz gut aus, aber die Sicht im Headset sieht wirklich nicht so schön aus. Also selbst wenn ihr hier alles auf extrem gestellt habt, dann sieht das sehr, sehr verschwommen aus. Also richtig geil sieht das nicht aus, aber man kann es halt zocken, ne? Ja, so sieht's aus, Leute. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das über Patreon tun. Den Link findet ihr unter dem Video. Also bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de